Weltweit wird mit Hochdruck an einem Impfstoff gegen eine Corona-Infektion geforscht, auch in Deutschland. Vergangene Woche erhielt ein Mainzer Unternehmen die Erlaubnis, einen Impfstoff an Menschen zu testen. Ein erster Schritt, an dem viele mitwirken, darunter auch ein Unternehmen aus Mecklenburg-Vorpommern. Dort wird ein Produkt hergestellt, das bei der Erprobung von Impfstoffen helfen soll. Das Immunsystem besteht unter anderem aus T-Zellen, hier in Blau. Ein Teil der T-Zellen sind eine Art Killerzellen. Sie lassen zum Beispiel Viren, also auch durch Corona verseuchte Zellen, absterben und sind dann danach darauf programmiert und im Blut nachweisbar. Das Biotechnologieunternehmen Miltenyi Biotech aus Tetro hat einen Test entwickelt, der die programmierten Killer-T-Zellen im Blut nachweisbar macht. Im Grunde setzen wir Legosteinartig bestimmte Bestandteile des Virus, der Virushülle zusammen. Stellen Sie sich dieses kleine Krönchen vor, was auf dem Virus sitzt, das Spike-Protein. Wir sind in der Lage, Bausteine dieses Spike-Proteins synthetisch nachzustellen. Sie bauen das Coronavirus also in Teilen synthetisch nach. Somit denken die Killerzellen aus dem Blut, dass es sich um ein echtes Virus handelt. Unsere Produkte, Reagenzien, die wir herstellen, versetzen Forscher in der Lage, Blutproben von Coronavirus-Patienten, insbesondere auch geheilten Patienten, sehr detailliert zu analysieren. Wichtig ist zu begreifen, dass der Virus, die Infektion des Virus, Spuren im Immunsystem hinterlässt. Das wird überprüft in dem Patientenblut mit der Tetroer-Substanz, also mit Teilen des künstlich nachgebauten Coronavirus, gemischt wird. Im Labor sieht man dann, ob es zu einer künstlichen Immunsystemreaktion kommt, also ob in dem Patientenblut Corona-Killerzellen vorhanden sind. Das wäre der Beweis, dass der Patient Kontakt mit dem Virus hatte. Gleichzeitig können diese Zellen isoliert und mit ihnen weiter geforscht werden. Das könnte die Nachweissubstanz für Impfstoffentwickler interessant machen. Es hilft ihnen bei der Erprobung und Entwicklung von Impfstoffen.